Herzlich willkommen, Sonntag 18.18 Uhr bei Immerob TV. Heute aus Radebeul. Ich wollte euch die Anja gerne mal vorstellen, weil die hat vor, zusammen mit ihrem Partner, hier quasi eine Airbnb-Traumoase zu schaffen. Was sie hier bezahlt hat, wie die sich das vorstellt und alles drumherum, das werdet ihr heute im Video erfahren. Ich bin sehr gespannt. Du auch? Ja. Also, viel Spaß beim Video. Seit wie vielen Jahren? 10, 12, 13 Jahre? Also wir kennen uns schon sehr, sehr lang. Die Anja ist meine Assistentin, Prokuristin, bessere Hälfte, mein schlechtes und gutes Gewissen. Und alles, was ich den ganzen Tag versaue, muss sie wieder abräumen. Und Mutti. Und vor allen Dingen Mutti. So gut zusammengefasst. Genau. Die Anja hat ein ganz, ganz tolles Projekt aus meiner Sicht, was mich neugierig gemacht hat und euch wahrscheinlich auch. Die hat nämlich hier ein wunderschönes Gartengrundstück gekauft, also kein Pachtland, und will gerne für sich, ihren Partner und ihre Kinder hier eine kleine Oase schaffen und die dann auch vermieten tatsächlich. Genau, so sieht's aus. Wie auf die Idee gekommen? Also erst die Immobilie gesehen und dann gesagt, da könnte man was draus machen oder aktiv gesucht? War so gewesen. Das war schon immer mein Traum. Ein eigenes Grundstück, kein Garten, wo du eben verpflichtet bist mit Anlegen etc. Irgendwelche Sträucherpflanzen. Irgendwie. Und nach meiner Zahnarztbehandlung in Augsburg sitzen wir im Auto und ich sehe dieses Grundstück und habe zu meinem Partner gesagt, genau das ist es, das muss es sein. Wir haben es uns angeguckt und wir haben es bekommen. Man hört ja wirklich die Vögel zwitschern, hier ist Totenstille. Also wirklich was zum Erholen eigentlich. Ja, absolut. Und das Grundstück, wir werden gleich mal durchgehen, hat extrem viel Potenzial. Erste aber wichtige Frage. Wie viel Quadratmeter Grundstück sind das ungefähr? 440. Was bezahlt dafür? 120.000. Ich bin jetzt schon begeistert, kann ich sagen. Habt ihr schon einen Plan, was wir hier noch reinstecken? Na, wir haben kalkuliert mit 80.000. Nochmal rein. Gesamtprojektvolumen so 200.000. Wir gucken mal am Ende, ob das aufgeht. Wenn die Anja so gut schätzt wie ich, dann reicht es nie. Aber die Anja ist viel genauer wie ich, das kann ich schon mal vorwegnehmen. Dann darfst du uns gerne mal rumführen. Ja. Hier ist der Pool. Ja. Wir haben es mal abgesteckt, weil wir es uns halt gar nicht so richtig vorstellen konnten, wie groß das ist. Wir starten jetzt im April die Arbeiten, dass das erstmal alles ausgegraben wird. Der Pool kommt aber leider dieses Jahr im Sommer nicht mehr. Das hängt damit zusammen, dass die Nachfrage so groß ist, dass die so extrem vorbestellt sind, dass der Pool frühestens im Herbst diesen Jahres eingebaut werden kann. Der ist ja quasi nie beheizt. Ist nicht beheizt, nein. Aber braucht man eine Genehmigung dafür? Nein. Weil es gibt ja auch Grundstücke, wo man das gar nicht darf. Wenn es jetzt neue Baugebiete gibt, ich habe einen Freund, der hat ein Haus gekauft, muss man sich vorstellen, der darf nicht mal eine Hecke pflanzen. Also da steht ein Haus am anderen und es ist verboten, dort Hecken oder Zäune hinzumachen. Muss man mal drauf achten, wenn du dort einfach einen Pool hinpflanzt, das hätte er nämlich auch gern gemacht. Und sag mal, die Bauaufsicht, die kommen eigentlich eh mal im Jahr, gehen die ihren Rundgang durch diese Wohngebiete. Und die sehen, den Pool kannst du das Ding eigentlich schon wieder zuschütten. Guck mal, man kann dann ja auch schön mit dem Auto drauf fahren. Das alte Carport fliegt weg, hier wird quasi ein Stellplatz geschaffen. Ich muss sagen, mir gefällt die Form hier. Dafür, dass die Hütte ja wahrscheinlich schon ein paar Jahre steht, finde ich, das sieht tatsächlich architektonisch ziemlich schön aus. Du hast ja schon gesagt, du willst ja ein bisschen was verändern auf jeden Fall, auch draußen. Ja, die Farbe wird angestrichen, genau, wird quasi eine hellgraue Fassade. Neue Außenrollläden kommen jetzt dran, es werden teilweise Fenster jetzt getauscht und erneuert. Hier oben kommt dann eben noch eine schöne Beleuchtung dran, Terrasse komplett neu, Garten komplett neu. Also im Prinzip einmal kernsaniert. Machen alles Firmen oder viel Eigenleistung? Das, was geht, machen wir tatsächlich selber. Abriss haben wir jetzt komplett eigenständig gemacht. Wir machen vorbereitende Arbeiten, eben gerade für den Fliesenleger grundieren. Also wir versuchen wirklich da auch jeden Euro zu drehen, weil man unterschätzt das doch sehr. Also auch mit dem Pool, man braucht da doch recht viele Angebote, dass du auf einen Preis kommst, wo du sagst, du kennst das mit deinen Garagen. Ja. Na, also wir bewegen uns zwischen polnisches Angebot, sage ich mal 20.000 bis 40.000, 50.000 für so einen Pool. Frage an der Stelle, der Umbau, habt ihr den mitfinanziert bekommen? Also war die Bank da bereit? Ja, ist ja auch immer ein entscheidendes Thema und da musst du nämlich gucken, weil das macht natürlich am Ende auch schnell den Unterschied hinten in der Rendite und natürlich wie viel eigenes Geld du mitbringen musst, weil wenn du dich halt dann doch nochmal um 20.000 Euro verschätzt, die musst du dann in der Regel halt selber aufbringen. Deswegen vorher immer genau gucken, Angebote einholen, wenn möglich. Aber auch die Handwerker können sich verplanen. Deswegen hast du wahrscheinlich auch einen kleinen Puffer noch mit eingebaut. Ja, An der Stelle ist super, super wichtig. Die Anja zeigt uns jetzt mal drin, was alles geplant ist. Das sind auch, guck mal, richtig alte Rollläden. Boah, Standard DDR. Wo ich jetzt stehe, kommt eine neue Treppe nach unten. Also das Haus besteht ja aus zwei Etagen. Dann haben wir hier, kommt ein kleiner Wohnbereich hin, mit in der Ecke da drüben. Wollten wir ursprünglich einen Kamin, haben aber noch einen richtig alten, coolen Ofen hier im Haus stehen und da haben wir uns entschieden, dass wir den behalten. Ist auch schon alles abgesegnet vom Schornsteinfeger. Fernseher. Bisschen indirekte Beleuchtung, neuer Balken wird oben eingezogen. Wir wollen viel mit Licht spielen. Wo der Tobi jetzt steht, da kommt dann quasi die Küche rein.
Also du kannst super teuer ein Küchenstudio kaufen oder teilweise die gleiche Küche, gleicher Hersteller. Also ich kaufe ja immer Nobilia bei Poco Domene und da hattet ihr jetzt auch mal angefragt. Ja. Und was am Ende für die Küche nur bezahlt? Wir haben jetzt für die Küche bezahlt 4.400 Euro statt 6.000, weil wir hatten Glück, die hatten auch noch eine Aktion. Hat sich gelohnt. Ganz, ganz entscheidender Punkt ist wirklich, dass das viele lesen, die Küchenstudios nehmen die gleichen Hersteller und einfach nur, weil so ein Studio kommt, ist es teurer, weil der klassische, sorry, aber Poco Domene Kunde eher ein bisschen sparsam unterwegs ist. Und du hast halt eine ordentliche Qualität, wenn ich das jetzt mit einer IKEA-Küche vergleiche. Wir waren nach der Domene bei IKEA tatsächlich gewesen und da hätte uns die ähnliche Küche über 3.000 Euro mehr gekostet. Und du musst es noch aufbauen. Das darf man bei den IKEA-Küchen echt tatsächlich nicht vergessen. Das ist richtig Aufwand. Also da sitzen mal zwei Leute, zwei Tage dran. Klar, wenn du Küchenbauer bist, geht es sicher schneller. Von daher eine Top-Lösung für so wenig Geld, eine ordentliche Küche. Und ich sag mal, in dem Moment, wo du es vermieten willst, sollte es ja trotzdem ein bisschen passen. Und vor allen Dingen auch lieber einen Schnaps mehr ausgeben, aber die Küche hält auch, dass du halt nie nach 3 Jahren das Ding dann, sag ich mal, schon wieder halb auseinanderfällt. Das Schlafzimmer, oder? Genau, das wird das Schlafzimmer, das künftige. Oh, süß. Hey, wir haben uns gar nicht gesehen. Kommt das übers Bett dann? Das weiß ich noch nicht. Süß. Ja. Mit dem Licht auf jeden Fall geil hier drüben. Hier hinten ist auch noch ein kleines Hexenhaus. Das gucken wir uns dann mal an. Das ist für die Kiddies, auch für Ferngäste natürlich mega. Ansonsten halt die Sicht wunderschön. Hier wohnen auch tatsächlich sehr viele Leute. Also das ist so ein Mischgebiet, sage ich mal. Du kannst ja, wenn man hier die Bungalows sieht. Das ist vielleicht jetzt wirklich nur ein Ferienhaus, aber da oben das Haus? Ja. Das ist Wohnhaus. Ja.